Schlachten und Kriege haben die Muslime im Ramadan geführt. Inmitten der heißen Sonne Arabiens. In einem Zustand, in dem sie gefastet haben. Hungrig und durstig waren. Hals und Zunge trocken. Trotzdem marschierten sie voller Entschlossenheit und Mut auf das Schlachtfeld hinaus. Könnt ihr euch das vorstellen? Meine lieben Geschwister, nun möchte ich einige Ereignisse aus dem Monat Ramadan mit euch teilen. Ich möchte, dass ihr diese Geschichten nicht einfach als abgeschlossene Geschichten der Vergangenheit betrachtet. Denkt darüber nach, was wir einmal waren und was wir heute sind. In was für einem Zustand wir uns heute befinden. Die Schlacht von Badr ereignete sich im Monat Ramadan, im zweiten Jahr nach der Hijra, wo 313 Muslime einer 1300 Mann starken Armee trotzten und das Schlachtfeld siegreich verließen. Mit diesem Sieg in diesem Monat setzten die Muslime ein Zeichen, welches die Welt erzittern ließ. Im achten Jahr nach der Hijra marschierte der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit einer 10.000 Mann starken Armee auf Mekka zu und befreite die Stadt vom System der Götzen. Die Mekkaner hatten den Friedensvertrag gebrochen und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahm Mekka kampflos ein. Dabei zeigte er beispiellose Barmherzigkeit einem Volk gegenüber, welches danach gestrebt hatte, ihn und seine Gefährten zu vernichten. Fast die gesamte Bevölkerung Mekkas nahm den Islam an. Abu Sufyan war einer der Fürsten der Quraysh, der dann auch Muslim wurde. Während der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Armee auf Mekka zumarschierten, sagte Abu Sufyan zu Al-Abbas, dem Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Ich schwöre bei Allah, dass die Macht des Sohnes deines Bruders zu groß geworden ist, um ihm zu widerstehen. Al-Abbas antwortete darauf: Es ist eher die Macht des Prophetentums. Abu Sufyan stimmte dem nur zu. Am 28. Ramadan im Jahre 92 nach der Hijra, angeführt vom Kommandanten Tariq bin Ziyad, eröffneten die Muslime Al-Andalus. 12.000 Muslime standen 90.000 Ungläubigen gegenüber. König Roderich war der damalige Machthaber in Spanien. Erinnern wir uns an die berühmten Worte von Tariq bin Ziyad, die in die Geschichte eingegangen sind. Soldaten, wohin wollt ihr fliehen? Das Meer ist hinter euch, der Feind vor euch. Und eure einzige Stütze ist euer Mut, eure Kraft und eure Standhaftigkeit. Wir sprechen von einer Zeit, auch bekannt unter dem Namen das dunkle Mittelalter. In dieser Zeit wurde Europa durch die Macht der Kirche unterdrückt. Die Bauern hatten mit starker Armut zu kämpfen und mussten das Doppelte an Steuern zahlen. Die Juden wurden in dieser Zeit verfolgt. Es herrschte Unruhe, Unzufriedenheit und Chaos. Die muslimische Armee wurde aufgefordert, Spanien zu befreien. Und das Interessante ist, dass die Bevölkerung die Muslime willkommen geheißen hat. Ihre Ankunft hat man begrüßt. Als die Muslime das Land einnahmen, änderte sich vieles. Die Steuern wurden um ein Vielfaches gesenkt. Faire Löhne wurden bezahlt. Christliche und jüdische Mitbürger erhielten den Schutz des Staates. Alle Menschen haben die gleichen Chancen erhalten, sich am öffentlichen Dienst zu beteiligen. Die islamische Herrschaft brachte Wohlstand und Spanien wurde zu einem Leuchtfeuer Europas. Ramadan 582 nach der Hijra. Salahuddin al-Ayyubi, einer der bekanntesten und größten Helden der islamischen Geschichte, schlug mit seiner Armee die Kreuzritter zurück und brachte Masjid al-Aqsa erneut unter die Kontrolle der Muslime. Knapp 100 Jahre davor marschierten die Kreuzritter in Jerusalem ein und massakrierten über 70.000 Muslime. An ihren Händen klebte das Blut unschuldiger Menschen. Das Kalifat war zu dieser Zeit durch innere Konflikte geschwächt. Und aus diesem Grund konnten die Kreuzritter diesen Vorstoß wagen. Nureddin Zenki war der Anführer von Aleppo und Mosul, der zu dieser Zeit den Kreuzfahrern gegenüberstand.
Unter seiner Führung eroberten sie eine Stadt nach der anderen zurück. Er beschloss, seine Armee zur Unterstützung der Muslime nach Ägypten zu entsenden. Der Chef der Armee, Shirku, nahm seinen Neffen Salahuddin mit. Die Muslime besiegten die Kreuzritter in Ägypten. Shirku starb an einer Magenkrankheit. Und Salahuddin wurde der General von Ägypten. Mit 36 Jahren war Salahuddin al-Ayyubi als Führer von Ägypten einer der mächtigsten Menschen der Welt. Und doch sprechen alle Chronisten der Zeit, Muslime und Christen, über seine Demut. Der Genuss dieser Dunja interessierte ihn nicht. Vielmehr war er damit beschäftigt, die muslimischen Länder zu befreien. Er sah es als seine Verantwortung, dass die Muslime sich weiterhin vereinen und vereint bleiben, um gegen die Angriffe der Kreuzritter stark zu sein. Es war ein Prozess, der lange andauerte. Doch schon bald hatte Salahuddin al-Ayyubi eine so starke Armee, die bereit war, das heilige Land von den Kreuzrittern zu befreien. Nach 88 Jahren Besatzung wurde Jerusalem im Ramadan des Jahres 582 von den Kreuzrittern befreit. Im 7. Jahrhundert der Hijra hinterließen die Mongolen in ganz Asien Chaos und Verwüstung. Sie zerstörten alles, was sich ihnen in den Weg stellte. Genghis Khan nannte sich selbst die Strafe Gottes, gesandt, um die Menschheit für ihre Sünden zu bestrafen. Im Jahre 617 nach der Hijra zogen Rai und Hamdan in den Krieg und töteten 700.000 Menschen in Samarkand. Im Jahre 656 nach der Hijra setzte Hulagu, der Enkelsohn von Genghis Khan, die Zerstörung fort. Sogar Bagdad, die Hauptstadt der Muslime, wurde eingenommen. Schätzungsweise wurden nicht weniger als 1,8 Millionen Muslime getötet. Nach dieser schrecklichen Katastrophe drohte den Europäern dasselbe Schicksal. Doch Allah subhanahu wa ta'ala gab den Muslimen den Sieg durch die Hände des damaligen Heerführers von Ägypten, Saifuddin Qutus, der die muslimische Armee vereinte. Mit Allahs Hilfe hat die muslimische Armee am 25. Ramadan im Jahre 658 nach der Hijra die Mongolen zurückgeschlagen und Ain Jalut befreit. Die Muslime standen unter Druck. Doch mit der Hilfe Allahs, einer schlauen Strategie und mit unerschütterlichem Mut wurden die Mongolen zurückgeschlagen. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Und wer Allah und seinen Gesandten und die Gläubigen zu Beschützern nimmt, der soll wissen, dass Allah Schar es ist, die siegreich sein wird. Meine lieben Geschwister, unsere Länder sind zersplittert und unsere Schätze werden geplündert. Möge Allah uns solche Helden zurückgeben. Möge Allah uns wieder zu dem machen, was wir einmal waren.